Erzählen ist so etwas wie eine Universalie individueller und kollektiver Selbstverständigung, und zwar vielleicht nach zwei Hinsichten, auch in unseren Untersuchungen. Einerseits in Hinsicht auf die diskursiven Funktionen, die das Erzählen prägen, sei es in Mythen, sei es in Gründungserzählungen, in Legitimationsdiskursen politischer, ideologischer, religiöser, auch wissenschaftlicher Art. Auf der anderen Seite der Fokus auf dem fiktionalen Erzählen. Ich denke, wir können etwas dazu beitragen, die Potenziale des fiktionalen Erzählens sichtbar zu machen und zu stärken. Das heißt, das Denken in Varianten, das Denken in Entwürfen und Gegenentwürfen, das Schaffen von Bildwelten. Wenn es uns gelingt, das Erzählen, sei es im Buch, sei es auf der Bühne oder auch im Film, als eine Art Reflexions- und Überschreitungs-, Grenzüberschreitungsmedium sichtbar zu machen, dann können wir vielleicht etwas zu einer besseren Welt beitragen. Ergänzend wäre zu sagen, dass die Rede von einer besseren Welt natürlich selbst in ein sehr traditionsreiches Narrativ gehört. Indem Literatur Welten erfindet, kann sie Erfahrungswelt überschreiten. Das heißt, sie kann genretypisch zum Beispiel in Utopien Welten erfinden, bessere Welten entwerfen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, überall wo Literatur sich mit moralischen Fragestellungen befasst, kann sie Potenziale besseren Handelns und so weiter reflektieren. Das sind vielleicht die zwei wichtigsten Bereiche. Ich denke, das Genre der Utopie ist der Kernbereich des Denkens von besseren Welten, natürlich auch von schlechteren Welten, wenn man an die Dystopien denkt, die ebenfalls seit langem, seit Jahrhunderten entworfen werden. Ich würde sagen, das ist eine Fangfrage. Wenn mein Gedächtnis gelöscht würde, bis auf ein einziges Zitat, dann wäre mein Gedächtnis leer und mich gäbe es nicht mehr. Ich hätte kein Wissen von der Welt, kein Wissen von mir selbst, keine Kontexte, nichts. Ich wäre verschwunden. Das heißt, ich wäre höchstens noch ein sprechender Automat, der dieses Zitat, das da eingespiesen würde, repetieren würde. Ich wüsste nicht mehr, wer ich bin. Und wenn man dazu jetzt ein Zitat suchen würde, dann komme ich auf Ludwig Hirsch, den österreichischen Liedermacher. In seinem Lied 1928 vom Album »Komm, großer schwarzer Vogel« von 1987 kommen Außerirdische auf die Erde. Sie kommen nach dem allerletzten großen Knall, wo alles zerstört ist. Und einer dieser Außerirdischen, der schreibt mit seinem Zeigefinger auf einen rußbedeckten Stein, und das ist nun der Satz: »Wir hätten so gern gewusst, wie du bist, wie du aussiehst, wie du sprichst, Mensch.« Das wäre das Zitat, das dieses endgültige Verschwundensein, in dem ich als sprechender Automat eben nicht mehr da bin, illustrieren würde. Das wäre dann so etwas wie eine kleine posthumane Allegorie. Ich sage es mal so, die Grundlagen, die ich gelernt habe, von denen kann ich immer noch viel brauchen. Natürlich haben sich weitere Tätigkeits- und Kenntnisfelder eröffnet. Es sind aber vor allem zwei Dinge, die ich vielleicht erst später gelernt habe, die mir wichtig erscheinen. Zum einen sind das die transdisziplinären Vernetztheiten, die Kontexte, in denen eine Disziplin steht, innerhalb der Geisteswissenschaften, aber auch über die Geisteswissenschaften hinaus. Was sind die epistemologischen Unterschiede und so weiter? Das ist das, was ich erst später gelernt habe, das eine. Zum anderen ist es die Bedeutung der Institutionen, die ich erst später erfasst habe. Das heißt, der Institutionen, die Wissenschaft gestalten, die Wissenschaft bestimmen, die das, was in Wissenschaften möglich ist, machbar ist, auch prägen. Das sind die Universitäten, das sind die Akademien, die Institutionen der Forschungsförderung, die Fachgesellschaften, aber auch unsere eigenen Legitimationsdiskurse,
die Medien und schließlich die Institution, die ganz pauschal Gesellschaft heißt. Mein letztes großes Aha-Erlebnis hat tatsächlich mit der SAGW zu tun. Die SAGW befasst sich zurzeit ja mit dem Thema des nachhaltigen Konsums. Und wenn ich die Publikationen der SAGW zu diesem Thema lese, auch die Gespräche, die ich hier geführt habe, in unserer Sektion zum Beispiel, stelle ich fest, dass dieses Thema oder die Thematisierung dieses Problems stark sozialwissenschaftlich geprägt ist. Und da habe ich mich zu fragen begonnen, habe ich als Geisteswissenschaftler, habe ich als Literaturwissenschaftler und als theateraffiner Literaturwissenschaftler irgendetwas zu diesem Thema zu sagen? Natürlich gibt es Thematisierungen. Zum Beispiel wird die Geschichte des Begriffs der Natur mitsamt seinen poetischen und poetologischen Implikationen erforscht. Das geschieht längst. Oder man kann sich mit Ökoliteratur befassen und so weiter. Aber reicht das? Wenn ich lese, wenn ich mich forschend mit Texten befasse, dann kann ich mich fragen, ist Lesen Konsum? Ist Lesen nachhaltiger Konsum? Ich würde sagen, wenn Lesen Konsum ist, ist er entschieden nachhaltig, da nämlich kein Text, wenn er gelesen wird, verbraucht wird. Er bleibt. Auf der anderen Seite, wenn Sie das theatrale Bühnengeschehen anschauen, bei diesem könnte man sagen, dass es sich eigentlich in jeder Vorstellung performativ verbraucht. Und es ist weg. Und es muss neu produziert und konsumiert werden. Wie denke ich als Geisteswissenschaftler über Konsum und nachhaltigen Konsum nach? Das war mein Aha-Erlebnis und das beschäftigt mich weiterhin.